Hi, mein Name ist Damir und das heutige Video wird ein ganz spezielles. Heute erzähle ich euch etwas über unseren neuen Smart Home Controller, den MiniSafe 2 und die dazugehörige, ebenfalls neu entwickelte GFA 5 App. Im Quick Start Guide haben wir euch bereits Basisinformationen zum MiniSafe 2 und zur GFA 5 gezeigt. Über die GFA 5 könnt ihr die Eltago Professional Smart Home Komponenten visualisieren und steuern. Ihr könnt Licht schalten und dimmen, Jalousien und Heizung steuern und natürlich gibt es auch Alarmfunktionen. Die Gerätebibliothek umfasst jetzt schon 150 Typen und wächst immer weiter. Anlernbar sind die Baureihen 14, 61, 62, 71, die Zwischenstecker, Alarmgeber, Sensoren und so weiter. Solltet ihr schon im Besitz eines Vorgängers, dem MiniSafe sein und gerne auf den MiniSafe 2 wechseln wollen, so braucht ihr nicht nochmal alles neu einlernen. Die Datenbank des bisherigen Smart Home Controllers kann in den MiniSafe 2 migriert werden. Kommen wir nun zur GFA 5. Allgemein gesagt bietet die App sehr viele Möglichkeiten. So könnt ihr beispielsweise dank der komfortablen Bedienoberfläche und Raumübersicht euer Smart Home überwachen und verschiedene Szenen oder auch Heizpläne definieren. Die automatischen Updates werden euch ebenfalls immer angezeigt, sobald diese verfügbar sind. Außerdem werden euch die aktuellen Wetterdaten permanent angezeigt. Hier nutzen wir als Quelle die Open Weather Map. Die Struktur von MiniSafe 2 sieht vor, dass Geräte in der App immer einem Raum zugeordnet sind. Wenn ihr also ein Gerät in MiniSafe 2 hinzufügen möchtet, müsst ihr zunächst entweder in der Raumverwaltung einen Raum anlegen oder einen der bereits angelegten Räume wählen, in den das Gerät eingeordnet werden soll. Sowohl beim Raumanlegen als auch beim Gerät anlernen müsst ihr euch über das Hauptmenü hin navigieren. Folgt beim Anlernen der Schritt-für-Schritt-Anweisung in der App. Sobald ihr mal einige Geräte angelernt habt, könnt ihr diese in Szenen zusammenarbeiten lassen, um zum Beispiel alle Jalousien zusammenfahren zu lassen oder ähnliches. Um eine Szene zu erstellen, öffnet das Hauptmenü, tippt hier auf Szenen. Über das Plus-Symbol kann eine neue Szene angelegt werden. Nachdem der Name der Szene vergeben wurde, kann ein Gerätebefehl oder eine Pause angelegt werden. Tippt anschließend die blau markierten Bereiche ein, um das Gerät zu wählen und den entsprechenden Befehl anzupassen bzw. die Länge der Pausen zu wählen. Es können beliebig viele Gerätebefehle und Pausen zu deiner Szene hinzugefügt werden, indem ihr erneut auf das Plus-Symbol hinter Aktionen tippt. Das gleiche gilt, wenn ihr Tasks anlegen wollt. Im Bereich Tasks können geräteübergreifende Automatisierungen angelegt werden. Dabei wird über einen vorher definierten Auslöser, wie zum Beispiel der Status eines Fensterkontaktes oder eine Uhrzeit, automatisch eine festgelegte Abfolge aus Geräteaktionen ausgelöst. Der generelle Taskaufbau besteht immer aus einem auslösenden Ereignis, wenn das eintreten muss, damit der Task gestartet wird, und einer Abfolge von Aktionen, dann die ausgeführt wird, wenn das auslösende Ereignis eintritt. Über und lässt sich das auslösende Ereignis weiter einschränken, zum Beispiel: Setze dann die Heizung auf 22 Grad, wenn es 17 Uhr ist und das Fenster geschlossen ist. Ein Task kann auch ohne den Wenn-Auslöser gestartet werden, indem das Symbol Play betätigt wird. Für einen Fernzugriff muss der Cloud Access aktiviert werden. Wenn der Fernzugriff Remote-Modus aus ist, bleiben Cloud-Dienste wie zum Beispiel Alexa oder Google trotzdem aktiv. Die App-Konfiguration kann in der Cloud oder auf dem Controller mit einem Passwort gesichert werden. Dabei können Aktoren, Sensoren individuell selektiert werden. Unter Einstellungen, Konfiguration, Cloud-Export können Daten für die Sprachdienste Amazon Alexa und Google Assistant exportiert werden. Auch habt ihr die Möglichkeit, den MiniSafe 2 mit einem Passwort zu schützen. Hierzu müsst ihr bei Einstellungen den Menüpunkt Controller und dann den MiniSafe 2 auswählen. Hier wählt ihr die Experteneinstellungen und dann Sperren. Als letzten Hinweis möchte ich euch noch mitgeben, falls ihr das WLAN-Passwort falsch eingetragen habt, muss die Netzwerkeinstellung zurückgesetzt werden. Dies geschieht am Reset-Knopf auf der Rückseite des MiniSafe 2. Sobald die LED orange leuchtet, muss sofort losgelassen werden. Das war's für heute. Nun wünsche ich euch viel Spaß mit dem MiniSafe 2 und den Eltago Professional Smart Home Produkten. Solltet ihr noch Fragen haben, hinterlasst gerne einen Kommentar oder nutzt in der App die Supportanfrage. Bis zum nächsten Mal. Ciao.